Hallo, du allerliebste und wunderbarste Seele. Ja, ich bin schon wieder zurück und ich freue mich, zu dir sprechen zu dürfen, denn wir haben Samstag. Und der Samstagmorgen eignet sich jeweils immer sehr gut, um die allgemeine Volksstimmung abzufangen und zu sehen und zu spüren, wo wir denn kollektiv so stehen. Und ich war heute früh auf der Post sowie in der Migros und es hat mich erschreckt zu sehen, mit welcher Unbewusstheit die Menschheit noch immer unterwegs ist. Jetzt, das ist ganz klar, es ist absolut unmöglich und auch nicht realistisch und das muss auch gar nicht sein, alle zu erwecken. Aber es geht doch auch darum, dass eine wesentliche, ja nicht eine größere, sondern eine wesentliche Masse an Menschen in diesen Tagen und Zeiten, das kann wie gesagt noch einige Monate, Jahre dauern, in einen Erwachensprozess geführt werden darf, um sich aus dem Schlummerschlaf der Unbewusstheit zu lösen. Das heißt, tatsächlich zu erwachen, die alten Glaubensprogramme, ja, so wie wir denken, wie du denkst, über dich, über dein Leben, was du glaubst, was heute richtig ist oder wäre, tiefgreifend, ja, wirklich tiefgreifend und von Grund auf zu verwandeln. Denn die Veränderungen im Äußeren können ja nur geschehen, wenn das einzelne Individuum auch bereit ist, in diesen Transzend zu gehen. Und man sieht es ja bestens, wenn man hier die Volksstimmung abfängt, wie der aktuelle Zustand ist. Depressiv verstimmt, ein wenig neben sich stehend, auch mit wirklich sehr kleinen und einfachen Meinungen argumentierend, die in keinster Weise von Freiheit oder Weisheit genährt sind, sondern eigentlich gerade das Gegenteil, eine sehr große Gefangenschaft in den alten Strukturen und Konditionierungen und Glaubensprogrammen eigentlich darstellt. Und somit auch unfähig ist, sich aus dieser, nennen wir es mal, Gefangenschaft in Anführungs- und Schlussstrichen zu befreien. Und irgendwie ist es traurig zu sehen und es ist auch erschreckend gleichermaßen zu sehen, wie diese Unbewusstheit wirkt. Und Unbewusstheit macht einfach zwangsläufig dumm. Ja, das ist einfach so, da kann man nichts schönreden. Es ist wirklich am Beispiel eines Herrn heute mir aufgefallen, der stand da vor dem Hotel Arte, rauchte seine Zigarette und trank sein Red Bull. Das ist ja grundsätzlich schon mal sehr attraktiv, in der einen Hand die Zigarette, in der anderen das Red Bull und dann noch aufs Handy schauen. Ja, das ist höchst attraktiv. Und dann die Zigarette ausmachen im Aschenbecher, okay, wenigstens das, aber auch dann die Red Bull-Dose in den Mülleimer werfen. 10 Meter weiter wäre die Alu-Entsorgungsstelle. Okay, jetzt war er ein Gast im Hotel Arte, keine Frage, er weiß ja nicht, dass 10 Meter weiter die Alu-Entsorgungsstelle ist, aber einfach sich überhaupt gar keine Gedanken dazu machen, dass wir doch Systeme haben, die solche Sachen trennen. Ja, das zeigt schon die Faulheit, den Phlegmatismus, die Unbewusstheit und den Tiefschlaf des Menschen auf. Ich meine nicht spezifisch von diesem Herrn, sondern allgemeiner Art. Und solche Programme, das ist nur ein Beispiel, solche Programme mit sehr schmalspurigen Argumenten kannst du heute in diesen Tagen in deiner Umgebung überall antreffen. Warum? Weil eine Übermüdung, ja, auch hier wieder anknüpfend an diese grundsätzliche Depression und auch Erschöpfung zu sehen und zu spüren ist. Und das ist ja das Traurige. Man hat nicht einmal mehr die Kraft zu hinterfragen oder die Energie oder die Reflexionsfähigkeit von sich aus eigener Kraft zu hinterfragen oder sich irgendwie ein bisschen anzustrengen,
um aus diesen doch sehr schweren Energien rauszukommen. Denn sonst würde man es ja anders machen, nicht wahr? Und genau aus diesem Grund gibt es ja eben auch diese unglaubliche Unterstützung, die uns hier zuteil wird, auch mit den Kollektivheilungen und auch mit und durch andere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in diesen Zeiten aktiv sind, um wirklich dumm einen Vorstoß zu machen und dieses Bewusstsein bzw. die Unbewusstheit in einen Wandel zu führen. Und glaube mir, es ist von uns auch ein wenig in diesem Sinne Kraftanstrengung verlangt, aber nicht, dass es anstrengend ist für uns, sondern mehr eine gewisse Kompromisslosigkeit und auch eine gewisse Schlagkraft in den Themen, die wir in dieser Zeit für dich, für das Kollektiv anstoßen dürfen, um eben diese Erweckungsprozesse und Erwachensprozesse für all diejenigen Menschen, die das wollen, die das können, für die das bestimmt ist, in diesen Zeiten in ihren Transzend zu gehen, anzustimmen. Und alle anderen, die das nicht annehmen oder nicht anerkennen oder nicht wahrnehmen können oder wollen oder aus was für Gründen auch immer, die fallen wie selber von der Leine. Das ist ganz klar, weil es gibt hier gar keine tieferen Resonanzen mehr oder Berührungspunkte mehr, weil der Mensch schlicht und ergreifend nicht mitgenommen werden kann in diese neuen Energien oder er ist nicht bereit in dieser Zeit, jetzt, die Zeit für ein solches Individuum ist noch nicht gekommen. Oder die Energiefelder, mit denen wir jetzt hier wirken, die sind nicht in Resonanz zu einem anderen Individuum. Das kann auch sein. Und so muss natürlich jeder Einzelne auch prüfen, wie gehe ich in dieser Zeit mit mir um? Brauche ich diese Unterstützung? Will ich diese Unterstützung? Fühle ich eine Resonanz? Möchte ich überhaupt in den Wandel kommen? Weil ich glaube, es ist wirklich sehr unattraktiv. Also das kann ich dir einfach sagen als ein Mensch, der in diesen Tagen und Zeiten extrem auch angepusht wird seitens der geistigen Welt, diese Erwachensprozesse für die Menschen zur Verfügung zu stellen. Es ist sehr unattraktiv, auf andere Menschenfreunde zu schauen, die eben noch in dieser Unbewusstheit schlummern und du solltest diese Gesichter sehen, ja, die von einer so großen Leere auch geprägt sind. Also das war wirklich, es war erschreckend für mich, das zu sehen und auch irgendwie schmerzhaft. Ja, schmerzhaft, weil da auch viel Resignation drin ist, verbunden mit Unbewusstheit. Das ist ja die gesamte unbewusste Qualle, die hier eigentlich irgendwie so sitzt und eben unfähig ist, sich aus eigener Kraft erlösen zu können. Das heißt, es braucht in jedem Fall exogene Energien, exogene Stimulanzien, die eben hier aus unserer Quelle gegeben werden, um Aktivierungsenergien bereitzustellen. Und die Kollektivheilungen sind somit auch Aktivierungsenergien, um diese Befreiungsarbeit für diejenigen, wie gesagt, für die es bestimmt ist und die diesen inneren Ruf auch ganz klar hören und auch wollen, mit diesen neuen Energien mitzugehen, das diesen Menschen bereitzustellen. Und ich finde das ein riesen, riesen, riesen Mega-Privileg. Und ich glaube, es ist mit sehr viel positiver Energie auch aufgeladen für einen Menschen, der bereit ist, das anzunehmen. Aber diese Masse an Unbewusstheit ist einfach so unglaublich schwer und so unglaublich träge, dass wir wirklich auch mit sehr starken und auch schlagkräftigen Energien arbeiten müssen. Und da einfach wirklich auch die Kraft verlangt wird von höheren Quellen auch, sowie auch von den höheren spirituellen Lehrern, von den aufgestiegenen Meistern, die wirklich, also ja, man kann es fast nicht anders sagen, Hochleistungsarbeit in dieser Zeit verrichten, um den Menschen, der Menschheit, dieses Trittbrett zu ermöglichen, sich wandeln zu können. Und das sind soweit eigentlich auch weitestgehend normale Prozesse, aber es ist natürlich etwas ganz Wunderbares und auch Wundersames, wenn man mit aller Bewusstheit, ja, daran teilhaben kann, was das für ein Riesenprivileg ist und für eine große Chance und das alles beobachten zu dürfen, daran teilzuhaben und vielleicht sogar aktiv mitzuarbeiten an sich selbst oder auch eben, wenn ich jetzt auch an das Team denke von
der Erdteilung, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was das auslöst. Also ich finde das einfach ein großes, großes Geschenk und eine riesen, riesen Chance und ein großes Potenzial für alle, die hier in diesem Boot irgendwie mitschwimmen. Und die Depressiven und die Verstimmten und die Unbewussten und die Schläfrigen zu aktivieren, ja, es braucht Feuer. Es braucht Feuer. Es braucht plutonische Energie. Es braucht marsische Energie. Es braucht auch rebellische Energien, um von unten her diesen Wandel auch anzustoßen und anzuregen. Ja, das ist so meine kleine Einführung zum Status quo. Und ja, ich freue mich jetzt hier kurz in dieses Orakel reinzuschauen, mal schauen, wie lange wir deuten werden, einfach um zu schauen, was ist jetzt wichtig für dich, für zum Wissen, was kann dir noch eine Vertiefung bringen, weitere Einsichten. Und ja, ich spüre hier auch einfach unglaublich viel Freude an diesem Projekt dran zu arbeiten, diese Unterstützungen auch zu geben für Menschen, die das wirklich wollen und auch bereit sind anzunehmen. Ja, ich habe auch ein wenig den Eindruck gehabt, gerade bei denen, die noch ein bisschen schlafen oder schläfrig, schlummrig unterwegs sind, dass sie eben aufgrund dieses Dornröschenschlafes immer noch die alten Brillen tragen, die Sonnenbrillen, und deswegen auch ein wenig verblendet sind und noch nicht so schnell erkennen können, dass das hier wirklich eine riesen Mega-Potenzialbefreiung ist. Aber das ist ja eben so. Der Unbewusste kann das eben nicht erkennen und verweigert dann auch die Lernchance oder lässt sich nicht darauf ein oder schiebt dann seine Ängste vor oder anderweitige Argumente oder Ausreden, weil eben nicht erkannt wird, was eigentlich im tiefsten Innersten eigentlich geschieht und dass das eine Riesengnade ist. Und das ist dann einfach auch ein bisschen schade, ja, aber andererseits ist es auch die brutale Wahrheit, ja, die nackte Wahrheit, dass das einfach die aktuelle Standortbestimmung ist, ja, weil es auch ein Nicht-Können ist und nicht nur ein Nicht-Wollen, ja. Es wäre ja etwas anderes, wenn alle wollen würden, dann würde es vermutlich auch ein wenig schneller gehen, aber es geht nicht schneller, weil es auch mit Nicht-Können verbunden ist und auch mit dem Nicht-Erkennen-Können. Und dann wird der Blinde weiterhin blind bleiben und der Schlummerschlaf geht weiter. Okay, lass uns schauen hier in die Energien. Was ist wichtig für dich zu wissen? Ja, der Hanged Man, das passt dir perfekt. Erwachen ist angesagt, meine liebe Seele. Erwachen, erwachen, erwachen. Ein tiefgreifender Bewusstseinswandel muss kommen, der so tief gehen wird, dass er dich wirklich in deinen innersten Themen berühren wird, an den unbequemsten Stellen, diejenigen Stellen, die eben, wie gesagt, geschlafen haben. Und der Gehängte hat sehr viel mit einem neuen Bewusstsein zu tun, mit neuen Anschauungsweisen, mit veränderten Bewusstseinsformen, so wie ich es hier wahrnehmen kann. Und es ist ein allmähliches Erwachen. Wie gut. Denn du siehst hier, man kann sich beim Gehängten auch ein wenig gefangen fühlen. Das ist ja hier auch der Fall. Aber die Schnüre lösen sich allmählich. Das Licht kommt ins Dunkel. Und auch die Opferrollen, die so lange eingenommen wurden, auch mit diesen falschen Argumenten oder mit so kleinen Argumenten, mit Argumenten, die einfach überhaupt keinen Platz mehr haben in der heutigen Zeit, weil einfach das höhere Bewusstsein eingreift, eine Befreiung, ja, eine Freiwerdung ermöglicht von alten Denkstrukturen, Denkkonzepten, von Glaubensstrukturen, von Ansichten und von Meinungen über sich selbst und das Leben. Und dieser Prozess braucht ein bisschen Zeit. Geschieht auch sehr viel, wie gesagt, im Unbewussten. Und die Befreiung läuft. Also gib dir diese Zeit. Und sei weiterhin offen. Sei weiterhin offen, dich berühren zu lassen von diesen Energien, von dem höheren Bewusstsein, dich berühren zu lassen, auch an den unbequemen Stellen, die, wo du
spüren würdest, ah, oh, das tut mir jetzt aber weh oder oh, das triggert mich jetzt oder ja, das ist jetzt unbequem. Weil gerade diese Stellen sind ja eben jene Stellen, die wir immer vermeiden, wenn es da um den Kältetest geht. Ja, du kennst das ja bestimmt beim Zahnarzt. Da kommt der Zahnarzt mit dem kleinen Schwämmchen und dann macht er das so kalt, ja, mit seinem Spray und dann testet er die Zahnnerven. Ding, 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 ding. Und dann macht es jeweils aua, aua, aua. Ja, und genau das ist es, was hier geschieht. Und dieses Anstupfen an jenen sensiblen Stellen in deinem Unbewusstsein ist wichtig, um in ein neues Bewusstsein zu kommen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, oh, mir dreht sich alles im Kopf und ich sehe nicht klar, bin verschwommen. Ich glaube, Reni hatte sowas kommentiert gehabt. Das ist schon bereits ein Teil der Lösung, weil eben, du kannst dir das vorstellen, das ist so wie ein See und wir haben diesen See des Bewusstseins, des kollektiven Unbewusstseins, plus auch wenn du die Heilungen für dich individuell absolviert hast, haben wir aufgerührt. Und jetzt ist da so ein bisschen trübe Tasse, gell? Trübe Sicht im See, weil sich alles neu ordnen muss, weil auch die Bewertung und die Reaktion, wie du bisher reagiert hast auf all diese Themen, nun in den Wandel kommt. Und du siehst, er ist am Erwachen. Ja, er erwacht langsam. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön in der Umfrage, in der letzten Umfrage im Community Tab. Ja, wo stehst denn du da? Bist du erwacht? Die allermeisten haben gesagt, ja, es dämmert mir. Und das fand ich auch schön, gell? Ich meine, ich gebe ja da immer so ein bisschen Antwortmöglichkeiten auch rein. Die sind ja auch ein bisschen humoristisch gemeint, gell? Aber ich finde es doch auch schön zu sehen, dass die große Masse auch sehr ehrlich ist in der Beantwortung dieser Fragen. Und es soll ja auch spielerisch gehen und es ist ja auch ein bisschen ein Spiel. Aber das finde ich ja eben auch das Schöne an diesen Prozessen. Man soll es ja auch nicht allzu ernst nehmen. Ja, mit der Hingabe an diesen Wandel, mit dem Wunsch, sich erkennen zu können, mit dem Wunsch, in diesen Wandel zu gehen und dann eben auch ein wenig auch über sich selbst und über die eigenen Irritationen und Verwirrungen und Verknotungen und Verstrickungen und Depressionen lachen zu können. Es gehört einfach zum Menschsein dazu. Es ist es sowohl als auch. Und trotzdem, jetzt in dieser Zeit, wo es von uns so viel Innenschauarbeit verlangt, auch mit dieser Leidenschaftlichkeit in dieser Arbeit zu sein und zu bleiben und zu verweilen. Also meinerseits ist es sowieso so, ich liebe ja diese Arbeit, sonst würde ich es ja nicht tun. Und trotzdem auch irgendwo dann ein bisschen entspannen zu können, ja. Und zwischen Humor und Ernst das gute, gesunde Maß zu finden. Und das ist absolut richtig und sinnvoll, weil es soll ja auch nicht nur mühevoll gehen, sondern man darf auch ein wenig Spaß haben in diesen Prozessen oder auch, ich finde es eh immer sehr wichtig, den Humor nicht verlieren. Schauen wir weiter. Ja, Three of Wands. Ich würde sagen, es gibt ganz gute Aussichten, auch im Rahmen eines individuellen Bewusstseins. Da geschieht extrem viel und vieles ist noch nicht sichtbar. Ja, vielleicht hast du auch das Gefühl, du siehst es nicht klar oder es ist so verschleiert vielleicht noch. Oder noch nicht sichtbar. Das ist auch normal, weil es ist so wie Tabula rasa, was momentan geschieht. Wir klären die alten Tafeln, wir machen ein Reset in deinem Bewusstsein und das kann ein wenig zu einer gewissen Bewusstseinslehre führen. Doch diese Lehre ist grundsätzlich eine positive Lehre, eben weil die Tafeln gewischt wurden und weil ein neues Bewusstsein, ein neues Potenzial sich hier für dich entfalten will. Und es hat mit sehr viel Licht zu tun, Belichtung, ja, das sehen wir hier ja auch sehr gut in dieser Karte, da kommt sehr viel Licht ins Dunkel, auch auf die dunklen Stellen. Und das kann man am Anfang noch nicht ganz richtig interpretieren, weil Licht in diesem Sinne auch Bewusstsein darstellt. Und in einem sekundären, abgeleiteten Aspekt auch Energie ist. Und das wandelt uns, das bewegt uns und es soll uns auch wandeln und bewegen, damit wir eine neue Schau auf unser Leben haben und
uns eben auch aus Selbstmitleidungsprogrammen und Opferrollen und ach, ich bin ja die arme Maus und ich kann das nicht und dies nicht und ja, aus solchen Strukturen uns wirklich rauszuholen. Und das ist gut. Das ist sehr gut, weil wir uns lösen können von dem, was wir einst glaubten, machen zu müssen und auch dabei bemerken, dass das uns im Inneren überhaupt nicht das gibt, was uns eigentlich glücklich macht, ja? Und Freiheit kann so einfach sein, aber es ist auch irgendwo eine gewisse Heimtücke in diesen Prozessen auch zu sehen, verbunden mit der Fragestellung, wollen wir denn überhaupt noch frei sein? Ja, geh mal dieser Frage nach. Oder hast du das Gefühl, in den alten Seilen zu hängen, das ist ja irgendwie auch bequem, gell? Ich muss mich ja da nicht verändern und ja, die Luft zum Atmen wird sowieso knapp. Und ja, so weile ich da in der Unbewusstheit. Und das ist einfach keine Option mehr. Also für viele ist es keine Option mehr. Und das muss auch nicht mehr sein. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Da gab es auch eine Antwort. Ich würde mich gerne wandeln, aber ich weiß nicht wie. Ist schon ein bisschen ein Resultat von der Heilung, die hier greift, dass innere Leere gesehen wird oder dass man eben bereits schon mitten in diesem Heilungsfilm steckt, einerseits, also weil das Kollektiv bereits schon optimal für dich heilsam wirkend geworden ist, einerseits. Andererseits ist es aber auch sehr einfach, indem du dich einfach einlässt auf das alles und suche dir einen spirituellen Lehrer, eine spirituelle Heilerin, jemand, der dich wirklich ziehen kann im Rahmen deiner Bewusstseinsentwicklung. Ja, also der oder die schon ein höheres Bewusstsein erlangt hat. Und praktiziere die Meditation, um mit dem für dich in eine Verinnerlichung zu gehen. Ich habe gerade gestern nochmals eine Zusammenfassung gemacht von allen Heaven's Door Meditationen, die wir in diesem Jahr 2023 gemacht haben in der Gruppe. Und ich überlege mir auch, dass eventuell auch den Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie dann diese Meditation auch für sich Single absolvieren können. Die könnte man dann hier auch kaufen, falls dein Interesse besteht. Ein wenig zu einem reduzierteren Tarif, als wenn wir sie in der Gruppe absolvieren. Weil die Gruppe ist nochmals eine andere Möglichkeit, hier in dieses Bewusstseinsfeld einzutauchen und somit auch im Direktunterricht zum spirituellen Lehrer zu stehen, weil das einfach nochmals viel stärker federführender ist. Aber das ist natürlich auch ein Privileg der Kunden, gell? Und nicht jeder ist Kunde oder will Kunde sein, sondern man kann ja auch einfach mal Single einfach so eine Meditation absolvieren. Was übrigens auch möglich wäre, wäre in Kleingruppen, wenn hier Menschen sind, die miteinander befreundet sind, dass sie diese Meditationen zusammen in Kleingruppen für sich absolvieren können. Und dann auch darüber diskutieren. Das wäre auch eine Option. Aber ich werde mir da noch Gedanken dazu machen, was wir da anbieten können oder ob es überhaupt ein solches Angebot öffentlicher Art gibt. Denn die Programme hier von Heaven's Door, die sind relativ privat, auch aus gutem Grund privat, weil ja eben hier auf YouTube schon so viel an Information und Heilung und so weiter zur Verfügung gestellt wird. Da habe ich extra auch einen Filter gesetzt, dass Menschen, die das wirklich wollen, diese Schritte und diese Nähe dann auch bewusst suchen können und dann auch bewusst sich einlassen können auf diese Themen, wenn sie das denn wünschen. Ja, das ist mir noch gerade in den Sinn gekommen. Wir schauen mal weiter. Was zeigt sich hier? Wir haben ihn schon wieder, den Münzkönig. Er war gestern auch im Geheimnis der Hohepriesterin. Er kommt ein wenig in allen Legungen vor. Der Münzkönig hier mit seinen wunderschönen Kristallen. Es geht um Stabilität, es geht um Sicherheit, die gefunden wird, innere Sicherheit, eine neue Stabilität, ein neues Selbstbewusstsein und vor allem ein neues Selbstwertgefühl, weil die alten Anschauungsweisen losgelassen werden, weil die Ego-Triggers endlich auch durchschaut werden konnten, weil viele Schmerzen oder auch eben kleine Anschauungsweisen
falsche Anschauungsweisen, die einfach jetzt in der neuen Zeit keine Gültigkeit mehr haben und so auslaufen wie so, ja, Auslaufprogramme halt, gewandelt werden wollen hin zugunsten einer Energie des Münzkönigs. Und der da heißt innere Sicherheit, innere Stabilität, innere Ruhe und auch ein wirkliches Angekommensein bei sich in Zufriedenheit, in Liebe, in einem guten, wohlständigen Bewusstsein, ja, also ohne irgendwelche finanziellen Nöte, weil eben diese alten Programme und Anschauungsweisen losgelassen und gekappt werden. Es findet auch eine Gesundung am Selbstwert statt und auch was die persönliche Selbstachtung anbelangt. Ja, wie sprichst du über dich? Wie bewertest du dich? Ja, und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, um auch falsches Hierarchiedenken aus der Welt zu schaffen und um dich auch als jenen Menschen ganz und gar so anerkennen zu lassen, wie du wirklich bist. Erde dich auch sehr gut, das nehme ich hier auch wahr, weil es hier in diesen Themen auch sehr grundsätzlicher Art und Weise darum geht, zutiefst, auf den tiefsten Ebenen zu erkennen, wer bist du? Wie bist du in diese Welt gekommen? Welche Themen, großen Lebensthemen haben bisher dein Leben geprägt? Und was möchte für dich zur Ruhe kommen? Wo möchtest du endlich ankommen und dich hinsetzen können, entspannen und loslassen können und auch zu Weisheit finden? Ja, Weisheit, das hatte ich auch erwähnt, ist ein Resultat von diesem tiefen Einlassen und Transformieren und Heilen und auch erkennen, wo es vielleicht alte Wunden gab und Schmerzen, die eben nicht geheilt wurden und die eben mitgeschleppt wurden in diese Zeit, wiederkehrender Art mit Depressionen, mit psychischem Unwohlsein, mit depressiver Verstimmung etc. etc., was eben nicht geheilt wurde und deswegen auch in diesen Schlummerschlaf der Unbewusstheit ruht. Und dass es dort einen Wandel braucht, das ist klar. Und der Wandel führt dann auch langfristig gesehen hier in sehr stabile Energien des Münzkönigs, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem gesunden Selbstwert, aber vor allem auch mit innerer Sicherheit und sehr tiefer Losgelöstheit gegenüber den äußeren Umständen. Das heißt, es findet ein Wertewandel statt, der eben im Inneren geschieht und sich dann auch im Äußeren zeigen wird, was sehr gut ist und dass es somit auch ein Loslassen gibt, vielleicht von alten falschen Tugenden im Sinne von zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen oder von Armutsbewusstsein, was ich hier auch wahrnehmen kann und deswegen sich auch immer wieder so aufreiben zu müssen und sich in den Hamsterrädern der Arbeit zu suchen, weil im Inneren der eigene Mangel jeweils betäubt wurde. Und hier findet auch sehr, sehr viel Befreiung statt. Und das finde ich sehr gut, weil eben die Selbstwertthemen, die auch sehr große Themen sind, die auch aus dem Ahnenfeld kommen, aus dem Familiensystem und natürlich auch aus dem kollektiven Feld, wie wir bewertet wurden. Ja, weil sehr oft herrscht ja auch ein bisschen die Volksmeinung, ja, nur wenn du wirklich ganz viel arbeitest, dann bist du wirklich ein wertvoller, wichtiger, tüchtiger Mensch. Und das hat eben in aller Regel auch sehr oft mit einem geringen Selbstwert zu tun. Ja, weil eine gute Selbstachtung rührt auch von einem sich liebenden Selbstwert her und kann auch loslassen und auch mit weniger sehr zufrieden sein. Und hier geht es auch um diese Aspekte von weniger ist mehr, auch die Fülle zu erkennen, die wir hier haben und wie sehr wir uns angefangen haben abzuspalten von dieser Fülle, die uns eigentlich die Erde stetig schenkt, und uns eben in solche Programme gesetzt haben, die unsere Eltern uns auch beigebracht haben, die von Mangel, Angst, Not, Krieg etc. herrührten, um irgendwie überleben zu können. Und wir sind ja nicht mehr in diesen Zeiten. Wir spüren aber dieses energetische Erbe. Und das ist eben auch unter anderem ein Aspekt, der in dieser Zeit bewältigt und aufgearbeitet werden will, auch aus dem kollektiven Unbewussten, um frei zu werden. Und genau das geschieht. Denn weniger ist mehr. Und
Der Münzkönig ist insofern dann auch sehr entspannt hier in seinem Reich, weil er den Reichtum in sich und in seinem Umfeld erkannt hat und nicht mehr in diesen Mangelthemen sitzt. Jedweder Art. Also mit Mangel meine ich natürlich vor allem den inneren Mangel, der sich dann auch im Äußeren zeigt und auch das Armutsbewusstsein, welches sich dann abgelöst hat durch Selbstwertschätzung, Selbstliebe, durch Akzeptanz und Liebe in einem sehr tiefen Verbundensein auch mit der Erde. Und viele Menschen arbeiten ja leider immer noch gegen die Erde. Und das ist leider auch nicht sehr förderlich in diesen Zeiten, weil wir ja alle auch Kinder der Erde sind und das eben auch eine Abspaltung darstellt, dass wir gegen die Prinzipien der Natur und der Erde haben angefangen zu arbeiten. Und das unter anderem natürlich auch bei der Erde, ja, einen sehr großen Schmerz auch ausgelöst hat. Auch die Tiere, das kann ich hier an dieser Stelle noch erwähnen, die wurden auch spezifisch behandelt, also da gab es auch Heilungen für die Tiere, weil auch bei den Tieren eine unglaubliche Erschöpfung und Schwermut und auch verbunden mit sehr vielen Schmerzen und Leid verbunden war. Und diese Themen mussten auch bei den Tieren bearbeitet werden, um eben in diesen Transzend zu gehen. Und es geht auch ein wenig darum, diese Zusammenarbeit von Mensch, Tier, Umwelt näher zu bringen, näher zu rücken und auch zu erkennen, wie verfremdet wir doch zum Teil auch sind in gewissen künstlichen Programmen, die wir im Übrigen selbst erzeugt haben. Ja, sehr spannende Entwicklung. Und auch gerade aus diesem Grund möchte ich noch hier aus diesem Orakelkartenset Spirit of Animals Karten ziehen. Was jetzt für dich wichtig zu wissen ist. Einklang ist ein Thema, Einklang einfach mit sich selbst vor allem, mit dem, was man im Inneren eigentlich zutiefst fühlt, aber immer wieder ignoriert oder unterdrückt. Und ja, mit diesen Themen wirklich in Frieden und Einklang zu kommen und somit dann auch mit der Erde, mit den Tieren, mit anderen Menschen. Wow, der Adler, Eagle, Mastery. You are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soar. You are guided by the winds of spirit. Your wisdom inspires the world. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, was ich dir sagen kann. Die Hilfestellungen, die dir geboten werden in dieser Zeit, über diesen Kanal, über diese Energiefelder, die wir dir hier zur Verfügung stellen, kommen aus den höchsten Quellen. Sie entspringen wirklich einer absoluten Reinkultur und du darfst vertrauen. Du darfst dich auch hingeben. Du darfst dich auch führen lassen, weil wir hier im Team der Meisterschaft für dich arbeiten. Und es ist einfach ein mega, mega, mega großes Geschenk. Ja, nimm es an. Nimm es an. Und erkenne auch, wo du möglicherweise mit deinen Meinungen noch eine kleine Meinung hast. Eine kleine Meinung über dich. Und somit dich selber begrenzt und hemmst oder blockierst oder gar sabotierst in diesen Wachstumsprozessen. Und gerade auch deswegen kommen wir mit so großen und hohen Energien zu dir aus wirklich absolut erstklassigen Quellen, wenn du es denn annehmen möchtest. Und ich kann hier sowieso in diesem Kontext nur abermals betonen, es ist für mich persönlich, ja, für mich persönlich sehr bedauerlich zu sehen, und wir tun ja das immer wieder, dass wir die Hand reichen, die Hand reichen, die Hand reichen und sagen, komm, komm, hilf, wir helfen dir, steig auf. Und dass die Menschen das nicht annehmen können oder wollen oder das Geschenk, ja, das Geschenk dieser totalen Befreiungsmöglichkeit und
Hingabe an das größere Ganze nicht annehmen wollen oder können, weil sie es eben in dem Moment nicht sehen können, weil sie so sehr verblendet sind, weil ihre Ängste so groß sind und somit auch in den Strukturen ihres eigenen Egos gefangen bleiben. Und ich finde das sehr bedauerlich. Einerseits. Andererseits ist es auch so, und das hatte ich auch notiert im letzten Community-Tab-Beitrag, dieser Wandel kann nur freiwillig geschehen. Die Menschen müssen es wollen. Wenn sie es nicht wollen oder eben nicht erkennen können, dass das eigentlich riesen, mega gute Energien sind. Ja, also wirklich aus der Meisterquelle. Was willst du denn dann noch? Ja, es gibt ja auch Lehrer oder Energiequellen, die sind auch wirklich sehr gut, aber das sind die sind 10 Stufen unten dran oder 3 Stufen unter dran. Das ist ja alles auch gut. Jeder soll mit dem in Berührung kommen, mit dem, was ein Mensch braucht. Ja, es gibt ja da an und für sich nicht eine Wertung, aber hier sehe ich einfach die Quelle, die hier dir gegeben wird, ist pur. Sie ist geläutert. Sie kommt aus der reinsten Liebe. Und diese Liebe ist eine Riesengnade im Rahmen des Bewusstseinswandels. Und du sollst erwachen und erkenne auch, wo du dich begrenzt aufgrund deiner Ängste und Unzulänglichkeiten, wo sich dein Ego vielleicht auch vorschiebt und sagt, ich will ja das gar nicht so sehen. Ja? Finde ich mega bedauerlich. Gell? Und wir machen das einmal, zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal, dass wir die dargebotene Hand anbieten. Aber wenn ein Mensch nicht bereit ist, diese anzunehmen, was wollen wir denn da noch? Ja? Also wir senken unsere Energie, um dir das geben zu können. Und du solltest den Tritt nehmen, ja, dieses Trittbrett, dieses Surfbrett und aufsteigen. Ganz einfach. Aufsteigen, das ist das Ziel. Und ich finde es wirklich mega bedauerlich. Ich bin auch oft sonst schon, ja auch früher auf Menschen zugegangen und habe gesagt, hey, es gibt diese und jene Themen, möchtest du sie anschauen? Und auch freiwillig, weißt du, außerhalb meiner Arbeit, auch außerhalb der klassischen Formate, die hätten nicht mal etwas bezahlen müssen dafür und sie haben das verweigert. Und das finde ich mega, mega, mega schade. Und das sind dann Menschen, die haben so viele Missverständnisse in Kauf genommen, so viele schlechte Verwerfungen, negative Energien in Kauf genommen, bereitwillig in Kauf genommen und Selbstsabotage und zerstörerische Energien wirken lassen, weil sie es nicht sehen konnten. Ja, was macht man denn, wenn man es nicht sehen kann und mit der Vogelstrauß-Taktik durchs Leben geht? Das ist eben genau diese unbewusste Haltung. Es ist sehr schwierig, ja. Es ist sehr schwierig und deswegen sage ich ja auch, die Energien der Wahrheit und der Klarheit, welche in diesen Tagen und Wochen und auch Monaten noch fließen, die sind so klar. Sie sind so eindeutig, weil sie einfach auch sehr stark trennen im besten Sinne, und zwar das Negative. Ja, aber das merken die Menschen gar nicht. Sie merken gar nicht, dass sie schon so voll sind, so vergiftet sind von diesen alten Geschichten. Ja, das ist ja eben auch das Bedauerliche. Und wenn man da mal kommt und sagt, Bing, ich drücke jetzt mal hier die alten Themen, dann rasten sie aus oder regen sich auf oder eben kommen dann in ganz schräge Programme, weil sie nicht erkennen können. Das ist ja eben die Unbewusstheit. Ja? Und dann Jahre später, das habe ich auch schon oft erlebt, Jahre später kommen sie dann angekraxelt auf allen Vieren und sagen, ah, oh, jetzt habe ich endlich verstanden, was du meinst. Ja, aber dann ist es dann zu spät, gell? Weil die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt und es ist auch gut so, weißt du? Manchmal braucht es das einfach auch, dass man so einen Schlag verpasst und dann ist die Türe dann zu und die Menschen müssen mit dem selber weiterarbeiten. Was sie dann damit machen, ist dann ihnen überlassen und das ist dann so wie ein
wie gesagt, Ausgangsstimulus, wie als würde man so eine Einmaldosis homöopathische Arznei verschrieben bekommen und dann arbeitet das im System. Sacred Destiny, möchte ich hier noch eine Karte für dich ziehen? Sind zwei Karten rausgefallen. Wow, Truth und Success. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Das sagt dir schon alles, gell? Erkenne die Wahrheit. Erkenne auch, in welch graue Energien, bescheidene Energien, in welchen bescheidenen Energien du in der Vergangenheit oder vielleicht noch heute lebst. Und dass die Wahrheit dich in den Erfolg führen wird. Du musst aufwachen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wenn es für dich bestimmt ist, in dieser Zeit aufzusteigen, dann nimm es an. Nimm diese dargebotene Hand an und werte dich nicht selber ab und werte auch nicht andere ab, sondern übernimm die Selbstverantwortung für dich, um in diesen Erfolg zu kommen. Und der Erfolg wird dieser hier sein, wie der König der Münzen, im Glück, in der inneren Stabilität, frei von Angst, frei von psychischem Unwohlsein, weil im Inneren endlich die Transformation einsetzt. Und dieser Erfolg wird dich in diese sogenannten paradiesischen Energien führen, wo heute noch hier die Wüstenlandschaft herrscht, Kargheit, Entbehrung, Mangel, graue Zone, graues Gemüt. Ja, diese Energien, die werden sich ablösen durch deinen Wandel, durch deinen Bewusstseinswandel, dadurch, dass Licht ins Dunkel gekommen ist. Endlich, Mann, endlich, endlich wirst du hier in das Paradies kommen. Und du wirst nicht mehr gegen andere kämpfen, du wirst auch nicht mehr gegen das Gute kämpfen, nur weil dein Ego in Angst und Schrecken verfällt oder in falschen kleinen Meinungen verhaftet bleiben. Denn Verhaftung führt zu Anhaftung und Anhaftung führt langfristig gesehen zu negativen Fremdenergien. Ja? Und du musst dich nicht an dem aufreiben, nur weil du Angst hast. Denn es ist ja nur die Angst in dir selbst, die dich verweigern lässt, in diese Prozesse zu gehen, und dass das in jedem Fall die negativen Energien bestätigt und weiterhin stimuliert und der Teufel weiterhin als ein Schattenaspekt im Rahmen der Dualität in die Hände klatscht und sagst, yeah, Chaka, jetzt habe ich dich weiterhin hier in der Gefangenschaft. Das ist auch klar. Wobei du sehen musst, der Teufel ist ein Freund des Lichts. Er macht das nur, um mit dir die Prüfung der Dualität hier im irdischen Menschenleben absolvieren zu lassen. Er spiegelt dir einfach den Schatten, ja? Und du sollst erwachen, wache auf und komm in diesen Aufstieg. Lass diese graue, nüchterne Welt des Armutsbewusstseins, des Mangels, des Leides, der Verzweiflung, der Bekümmerung, der ständigen Konflikte. Ja, das kann ich schon fast nicht mehr ernst nehmen. Immer wieder diese Konflikte, die wir hatten. Nein, entscheide dich dagegen und kläre die Themen in dir. Arbeite sie von Grund auf in den Tiefen und Tiefsten deines Seins und öffne dich und erlaube es dir, in den Aufstieg zu kommen hin zu deinem ureigenen Paradies und paradiesischen Bewusstsein. Das ist dann auch so ein bisschen die Energien der sogenannten neuen Welt, des goldenen Zeitalters, der 5D. Ebene, aber hey, das kommt nicht von alleine, das fällt nicht einfach vom Himmel. Ja, die Unterstützung, die kommt vom Himmel. Hier, wir haben sie ausgezeichneter Art, aber du musst auch etwas dafür tun. Hell? Aussitzen alleine bringt hier nichts. Okay, auf der Unterseite des Kartendecks, Page der Münzen. Wunderbar, du bist im Lernen, das Lernen schreitet voran und heile dich, ja, ich spüre ja wirklich, heile dich und deine Themen, ja. Hier kommt der Aufstieg. Arbeite mit Menschen zusammen, auch vielleicht in spirituellen Gruppen, um mit anderen zusammen an diesem Aufstieg für dich dran teilzuhaben. Und deine Gefühle werden heilen. Du wirst
auch in einen Souverän deiner eigenen Gefühle kommen, nachdem du sehr, sehr, sehr viel Schmerz, sehr viel Leid, sehr viel Kummer erfahren hast, vielleicht auch Liebeskummer, ja, weil du heute noch nicht da bist, wo du eigentlich sein solltest. Und deine Seele meint es gut mit dir. Die Frage ist nur, bist du bereit, es anzunehmen und zu erkennen? Denk mal darüber nach. Und somit spiele ich nochmals die Glocke. Wach auf. Öffne deine Augen. Erkenne, wer du bist. Werde dir gewahr, in welchem Schlummerschlaf der Unbewusstheit du so lange ruhtest. Erkenne dich selbst. Stelle dich deinen Ängsten. Übernimm Selbstverantwortung. Öffne dein Herz für dich, für ein neues Dasein und erkenne, wo du in kleinen Sichtweisen, kleinen Denkweisen über dich bis anhin ruhtest. Lass den Egoismus nicht mehr länger zu. Erlaube es auch nicht mehr, dass der Schatten, die Gier, die Angst, die Macht über dich hat. Erkenne, wo du dich selber verleugnest, wo Selbstsabotageprogramme dich klein halten, zurückhalten, dich verneinen lassen, wo du dich wertlos, dumm fühlst, und schenke diesen Aspekten Liebe und Aufmerksamkeit. Erkenne die Starre in dir, erkenne, wo Verhärtungen in dir sich ausgebildet haben, um nicht fühlen zu müssen, um nicht in diesen Aufstieg zu gehen, und komm in ein neues Bewusstsein um Fülle. Lass die Verletzungen der Vergangenheit jetzt in diesen Zeiten richtig in eine Aufarbeitung dieser alten Verletzungen und spüre, dass genügend Zeit da ist, um diesen Wandel richtig und tiefgreifend und nachhaltig und ursächlich zu bewerkstelligen. Wache auf. Erkenne dich selbst. Wache auf. Erkenne dich selbst. Wache auf. Erkenne dich selbst.